Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Miris Bücherecke. Heute berichte ich euch über ein Buch, das ich gestern fertig gelesen habe. Es ist ein Roman von Henning Mankell und heißt Der Grund ist der Winde. Zuerst etwas über den Autor. Henning Mankell ist ein schwedischer Autor, der vor allem für seine Krimis rund um Kommissar Wallander bekannt wurde. Dadurch bin ich auch auf ihn gekommen. Ich habe sehr, sehr viele Wallander-Bücher förmlich verschlungen und fand es sehr spannend. Mittlerweile kann man ja auch ganz viele im Fernsehen sehen, da wurden ja auch sehr viele verfilmt. Und Wallander ist eigentlich eine Figur, die den meisten, sag ich mal, in Deutschland bestimmt bekannt ist. Ja, Henning Mankell wurde 1948 in Schweden geboren und ist dann dort 2015 an einem Krebsleiden leider verstorben. Das heißt, weitere Bücher von ihm können wir leider nicht erwarten. Er war aber zu Lebzeiten sehr produktiv. Und was weniger aber wissen ist, dass er neben seinen Wallander und Büchern und überhaupt den Krimis auch ein großes Anliegen hatte, über Afrika zu schreiben. Denn Henning Mankell selbst hat sich sehr zu Afrika hingezogen gefühlt, nachdem er mit 24 Jahren das erste Mal nach Afrika gereist ist und dort auch 2 Jahre gelebt hat, war er untrennbar verbunden und hat sich auch so gefühlt, wie er immer wieder gesagt hat. Seine Wahlheimat neben Schweden war bis zu seinem Tod Mosambik und in diesem Land handelt auch das Buch. Es wird zwar namentlich nicht erwähnt, aber ich habe ein bisschen recherchiert, wenn man halt mal von der, also die schreiben über die Küste, dass es eine portugiesische Kolonialherrschaft dort herrschte und dadurch kann man sich dann schon erschließen, dass es hier auch um Mosambik geht. Und ich muss sagen, das Buch hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand es echt super, also selten, dass ich so begeistert war von dem Buch. In dem Buch geht es um den Straßenjungen Nelio, der 10 Jahre alt ist und plötzlich angeschossen aufgefunden wird von einem Bäcker, der sich dann mit dem Nelio ganz intensiv beschäftigt und ihn auf dem Dach der Bäckerei pflegt, bis zuletzt, als er dann stirbt. Und er hört sich jede Nacht, wenn er gerade auf den Teig wartet, bis der geht und er sein Brot backen kann, hört er sich die Geschichte an von Nelio, also wie Nelio auf die Straße gekommen ist, was ihm passiert ist, wie dann am Schluss auch natürlich der Mord passiert ist, wie er angeschossen wurde, wie das alles entstanden ist, seine Gedanken, sein Leben. Und das Buch ist wahnsinnig schockierend gewesen, zum Teil bewegend, aber auch sehr philosophisch. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich philosophische Bücher nicht sehr gerne mag, also zumindest wenn sie so übertrieben philosophisch daherkommen oder so, ja, ein bisschen klugscheißerisch, sage ich jetzt mal. Aber in dem Fall ist es überhaupt nicht so. Also ich fand wirklich, das kam so echt rüber, was der Nelio gesagt hat. Und das war so beeindruckend und so schön auch geschrieben. Es war wie so ein Märchen irgendwie ein bisschen. Und ich fand es Wahnsinn. Also ich finde, das muss man unbedingt gelesen haben. Und das Buch hat sowieso nur 272 Seiten. Also das ist wirklich gut machbar. Auch für Menschen, die nicht so wahnsinnig viel lesen, ich finde, dass es eine wahnsinnige Bereicherung ist. Und ich habe auch entdeckt, dass es sogar für Schulklassen da irgendwie extra Materialien dazu gibt. Also offenbar gibt es auch einige, die das als Klassenlektüre irgendwie lesen, was ich eine gute Idee finde, weil man lernt viel über Afrika, man lernt viel über Straßenkinder und auch so übers Leben irgendwie. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Henning Mankell wurde auch für dieses Buch 1996 mit dem Romanpreis des schwedischen Radios ausgezeichnet und insgesamt für sein Afrika-Werk wurde im Jahr 2009 mit dem Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis ausgezeichnet. Also er hat ja noch ein anderes Buch geschrieben, T-Bag zum Beispiel. Ich glaube, es gibt auch noch andere, aber T-Bag habe ich auch gelesen und das fand ich auch sehr gut. Wobei Der Chronist der Winde, muss ich sagen, hat mir fast noch ein bisschen besser gefallen. Also davon bin ich jetzt wirklich sehr beeindruckt. Ja, das Buch wurde auch in Schweden verfilmt und dort auch ausgezeichnet, Ende der 90er Jahre. Den Film wird man sich allerdings bei uns, der wurde jetzt nicht irgendwie deutsch synchronisiert und wird man sich auch nicht anschauen können. Eine tolle Geschichte, ich kann es euch dringend empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es gibt es für 10,90 € als Taschenbuch inzwischen zu kaufen und als nächstes werde ich ein Sachbuch lesen und zwar heißt das Buch Leben mit Hashimoto-Thyreoiditis. Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung, bei der Antikörper die Schilddrüse angreifen und dann auch immer mehr zerstören mit der Zeit.
Das ist eine Krankheit, die sehr viele Menschen haben inzwischen, vor allem Frauen hier in Deutschland. Und ich habe das auch. Und deswegen möchte ich mich da mal wieder informieren, was so der aktuelle Stand ist in Forschung, ob es neue Tipps gibt. Und ich werde euch dann davon berichten, ob es interessant und lesenswert ist. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.